Ganz herzlich willkommen zu unserem Verlinkungswebinar. Ich zeige Ihnen heute eigentlich, wie dass man den Patienten richtig findet oder wie der Patient zu Ihnen findet und das vor über verschiedene Kanäle. Genau, da gibt es so ganz verschiedene Sachen. Und um das alles mit uns verlinken oder allgemein zum Sachen miteinander verlinken, ist wirklich ganz wichtig, weil Leute suchen ja heutzutage sehr viel im Internet. Und dann ist es wirklich gut, wenn man an verschiedenen Orten dabei ist, also zum Beispiel auch über das EMR einen Termin buchen oder den Google My Business Account schon hat, dass man da einfach allein schon in den Suchresultaten besser gefunden wird und gerade dort auch einmal direkt buchen kann. Genau, zu den Verlinkungen, also es gibt ein paar verschiedene Sachen, die ich Ihnen heute zeigen würde, und zwar ist da unter anderem die Webseite, wie dass man die Webseite mit Sunsearch verlinkt, was es da für verschiedene Möglichkeiten gibt. Wir haben da auch schon Anleitungen dazu, wo das wirklich gut Schritt für Schritt erklärt und auch die verschiedenen Möglichkeiten nochmal zeigt. Die Anleitungen würde ich Ihnen nachher anschließend ebenfalls noch zeigen, dann können Sie das dann auch noch selber anschauen oder natürlich jederzeit einfach bei uns melden. Wir helfen Ihnen da immer gerne, weil vor allem bei den Webseiten kann es sein, dass Sie da noch ein bisschen Unterstützung brauchen, zum Beispiel von jemandem, wo Webseite für Sie verwaltet oder von uns. Genau, dann kann man auch noch einen Google My Business Account erstellen. Ich weiß nicht, ob das Ihnen jetzt schon etwas sagt. Ich zeige Ihnen das nachher gerade, was so gemeint ist. Also Sie sehen hier auf dem Fötterli auch schon so einen Eintrag. Den sehen Sie sehr oft, wenn Sie auf Google einfach etwas suchen, wie jetzt zum Beispiel sanasearch.ch, dann kommt auf der rechten Seite immer so ein Eintrag da, wo Sie hier sehen. Und es ist möglich, zum Donen eigentlich gerade für die Terminbuchung, zum Beispiel unseren Kalender oder auch Ihre Webseite, wenn Sie dort den Kalender drauf haben, gerade zu verlinken. Genau, ebenfalls ist es möglich, zum sich über Sanasearch mit der Suica verlinken und alles gerade so zu synchronisieren. Also das stellen Sie einmal am Anfang ein. Das ist auch sehr einfach. Geht leider nur für Therapeuten mit ZSR-Nummern. Also Psychotherapeuten gehen hier leider weg. Aber das zeige ich Ihnen trotzdem noch einmal. Auch hier dazu haben wir noch eine Anleitung. Das ist sehr einfach. Und wie gesagt, am Anfang einmal einrichten und nachher läuft das und synchronisiert immer selber. Weil Suica, die haben ja ebenfalls eine Art so eine Therapeutenverzeichnis und Liste, wo man dann auch gerade den geeigneten Therapeut suchen kann, also ein bisschen wie Sanasearch, und dann müssen Sie sich dort nicht extra noch separat registrieren. Genau, und dann für das EMR, da würden ja sicher auch schon recht viele von Ihnen dabei sein, und da haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, zum unter dem Button, man sieht es jetzt ein bisschen schlecht, das ist recht klein, aber unter dem Bild hat es ja zwei Buttons, einmal E-Mail senden und einmal Termin buchen, kann man da ebenfalls einen Link hinterlegen, wo Sie dann zum Beispiel auf Sanasearch oder Ihre Webseite weiterleitet oder gerade eine neue Webseite öffnet, wo nur das Buchungssystem drauf ist. Genau, und dann haben wir auch noch weitere Verlinkungen. Also es ist auch möglich, auf Facebook halt dort zum Beispiel bei der Beschreibung über sich ebenfalls noch die Webseite einzufügen. Das kann man auch empfehlen, falls man Facebook hat. Wenn man jetzt kein Facebook hat, ist es jetzt nicht immer unbedingt nötig, dass man extra einen Facebook-Account macht, weil da steckt halt auch wirklich viel Arbeit dahinter und bis man mal ein paar Follower hat und so, ja, würde mich vielleicht ein bisschen auf andere Sachen konzentrieren. Local Search, da kann man ebenfalls verlinken. Da kann man auch verschiedene, also Links einfach einfügen, die dann zur Terminbuchung führen. Da kann man dann eben, wie gesagt, auch Webseiten oder zum Beispiel von Sanasearch gerade Seiten verlinken. Ebenfalls spreche ich heute noch an oder zeige ich Ihnen gerade auch noch so ein bisschen die Integration in den Mailings. Also ein bisschen wie ein Telefonbeantworter, wenn Sie eine E-Mail überkommen und das jetzt zum Beispiel nicht gerade beantworten können, weil Sie abwesend sind, sei das Weiterbildung oder Ferien, können Sie automatische Mails hinterlegen, die dann versendet würden. Und da kann man dann auch hinterlegen, dass man also die Webseite zum Beispiel hinterlegen und dass man dort auch gerade buchen kann online. Genau. Und
wo wir ebenfalls auch verlinkt sind, also Sana Search selber, einfach um zu zeigen, dass wir da auch stetig dran sind und dass man auch noch über andere Kanäle auf uns kommt und somit sie finden kann. Und dann zeige ich Ihnen eben noch die Anleitungen, wo das die sind. Die sind alle im Hilfecenter. Genau, würde ich dann auch noch ein, zwei anschauen mit Ihnen. Gerade bei der Webseite an. Genau. Da haben wir einmal den Herrn Leimgruber. Er ist ebenfalls Therapeut bei uns und er hat das hier auf seiner Webseite tiptop unter Kontakt eingefügt, dass man hier einen Termin online buchen kann. Und hier sehen Sie, kann man eigentlich gerade so das Buchungssystem so drauf tun. Er hat das jetzt hier gerade mit dem Code gemacht, der bei uns hinterlegt ist. Das zeige ich Ihnen nachher gerade auch noch, wenn wir dann zum Hilfecenter kommen am Schluss. Da kann man ganz einfach den Code eigentlich einfügen. Für das braucht man eben eine Hilfe von einem Webseitengestalter oder von uns. Das können wir ebenfalls für Sie machen. Und dann kann man da gerade so einfügen, wie der ist. Und man kann natürlich gerade auch buchen. Aloha Spirit, das ist noch eine andere Gemeinschaftspraxis, die ebenfalls bei uns auf der Homepage dabei ist. Die einen von Ihnen kennen die vielleicht sogar schon. Sie haben das hier ein bisschen anders gelöst. Und zwar haben sie eigentlich einfach einen Button hinterlegt, jetzt Termin buchen. Wenn man hier draufklickt, dann kommt das Buchungssystem als Pop-up und kann natürlich gerade auch so gebucht werden. Das ist sehr gut. Allgemein, wenn man eine Webseite hat, das kann ich nur jedem sehr empfehlen, weil man kann eben, wie gesagt, jederzeit online buchen, sei das am Abend spät oder am Morgen früh. Sie müssen hier eigentlich, also Sie müssen nicht mit dem Klienten direkt Kontakt aufnehmen und das spart Ihnen sehr viel Zeit. Und natürlich ist auch alles automatisch. Also es wird auf dem Buchungssystem eingetragen, bei Ihnen auf dem Profil. Und wenn Sie das dann gerade auch noch mit Ihrem privaten Kalender synchronisiert haben, geht der Termin automatisch auch dort über. Genau. Ich Ihnen gerade noch den My Business Account anschließend. Und wie dass man den einrichten kann. Der Google My Business Account, das ist eben der Eintrag hier auf der rechten Seite, wenn man vorher auf dem Bild gesehen ist, also wenn man vorher gesehen auf dem Bild. Das ist eben, wenn man zum Beispiel hier eingibt, Praxis für moderne Psychotherapie, das gehört dem Herrn Markus Hohmann, sieht man hier den Eintrag und man kann hier ebenfalls gerade Termin buchen, also wenn man hier draufklickt. Wenn es dann ladet. Genau, er hat das jetzt so mit dem Sana Search Profil verbunden. Er hat hier wirklich gute Fotos drauf. Der Kalender geht auf der rechten Seite, wo man direkt buchen kann. Und halt logischerweise die wichtigsten Informationen. Die Frau Brunner, die hat hier ebenfalls noch etwas hinterlegt. Sie hat aber ein bisschen anders gemacht. Und zwar hat sie nicht direkt das Sana Search Profil verbunden, sondern eigentlich nur das Buchungssystem. Dazu haben wir ebenfalls eine Anleitung. Da helfen wir Ihnen auch sehr gerne. Das ist eigentlich wirklich sehr einfach. Also wenn Sie einen Google My Business Account haben, dann können Sie das in 2-3 Minuten selber machen. Und wenn Sie keinen haben, dann können wir Ihnen da auch sehr gerne unter die Arme greifen oder Sie können das selber machen. Das ist einfach mit ein bisschen Aufwand verbunden, wenn man sich ein bisschen reinlesen muss. Man muss noch den Code anfordern und so weiter und so fort. Aber im Prinzip ist es recht einfach. Und zwar kann man auch einfach im Internet suchen, Google My Business. Dann da eigentlich gerade das erste, was kommt. Und kann gerade loslegen. Oftmals hat Google schon automatisch einen Eintrag erstellt für Ihre Firma oder Ihre Praxis. Dann können Sie den einfach suchen im Internet und hier anfordern, statt den Inhaberschaft anfordern oder einfach hier loslegen. Genau, und wenn wir Ihnen hier helfen sollen oder können, können Sie sich natürlich sehr, sehr gerne bei uns melden. Das ist einfach gegen ein kleines Entgelt, aber es beläuft sich hier auf 90 Danke, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Genau. Und dann würde ich das mit Ihnen zusammen dann einstellen. Jawohl.
Dann das von der Suica. Das zeige ich Ihnen ebenfalls dann noch am Schluss. Dann zeige ich Ihnen gerade noch schnell hier das mit dem EMR. Und zwar, leider habe ich jetzt keinen Testaccount für das EMR, sonst könnte ich Ihnen das gerade so direkt zeigen. Aber wir haben hier eine Anleitung dazu. Das ist wirklich sehr einfach. Sie können sich einfach unter My EMR anmelden und anschließend unter dem Reiter Praxis eine Art den Link hinzufügen. Das ist schon der Link zu Online-Termine buchen hinzufügen. Und dann kann man den hinterlegen. Und das Ganze würde dann so aussehen. Also wenn man draufklickt, hat sie das so ebenfalls mit dem Sana-Search-Profil verbunden. Das heisst, man wird einfach hier direkt weitergeleitet. Das ist halt eine sehr gute Möglichkeit, wenn man zum Beispiel keine eigene Webseite hat. Dann kann man das gerade so machen. Oder die Frau Christine Niklaus. Sie hat hier wieder, wie Sie sehen, nur das Buchungssystem hinterlegt. Also das ist hier auch möglich. Genau gleich wie beim Google My Business Account. Und wie gesagt, das ist auch sehr einfach. Also das haben Sie auch in 2-3 Minuten gemacht mit der Anleitung oder mit Hilfe von jemandem von uns. Und dann ist das hier schon für immer verknüpft und Sie müssen nicht mehr weitermachen. Genau. Genau, das mit den E-Mails zeige ich Ihnen ebenfalls nachher gerade. Dann zeige ich Ihnen noch, wir haben auch die Möglichkeit, um eigentlich Ihr Profil, das Sie auf Sana Search haben, wie als Ihre Webseite benutzen. Das heisst, wenn Sie jetzt keine Webseite haben und gerne eine möglichst günstige möchten und schon bei uns dabei sind, dann kann man eigentlich so einen URL-Link machen. Und zwar, wie Sie hier sehen, heisst das hier www.stefanstrauss.ch. Wenn man das eingibt oder im Internet draufklickt, dann kommt man automatisch auf die Sana Search Seite. Also genau, so wie Sie sehen, hier steht www.stefanstrauss.ch. Wenn man aber draufklickt, kommt man einfach auf Sana Search. Genau, das ist eine recht günstige Variante, wenn man einfach keine grosse Webseite möchte, wo man dann auch immer natürlich aktuell halten muss und wieder mal reinschauen muss. Genau. So, zum Abschluss zeige ich Ihnen jetzt noch schnell einmal unsere Partnerseite, wie und wo dass wir dort ebenfalls verlinkt sind. Und dass man sie dort auch besser, also ebenfalls finden kann. Und dann würden wir noch zu den Anleitungen, wo ich Ihnen alles noch schnell zeige, ebenfalls die E-Mails. Genau. Also auf dem Natürlich-Magazin, die meisten von Ihnen, denke ich, kennen das sogar schon, gibt es eigentlich so einen iFrame von Sana Search selber. Also da ist wirklich die komplette Suche von Sana Search drauf, mit allen Therapeuten. Sie können hier auch Symptome und Methoden suchen und Postleitzahl, genau gleich wie auf Sana Search selber. Also sagen wir mal, der Herr Leimgruber, dann wird das hier angezeigt, kann man suchen. Oh. Genau, und dann ist man schon beim Herr Leimgruber. Also das ist wirklich ebenfalls sehr schön für uns und auch für Sie, dass wir damit natürlich eine Zusammenarbeit haben. Das ist wunderbar. Dann haben wir noch andere. Jetzt muss ich schauen, den habe ich glaube schon geöffnet. Genau, durchschnaufen. Das ist ja eine Seite, die vom Bund gemacht worden ist, vor allem jetzt also wegen der Corona-Krise momentan, weil sehr viele Leute mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Und da finden wir uns ebenfalls doch ein bisschen weiter unten. Also Seiten, die helfen können, hat man da verschiedene, wie auch die Föderation der Schweizerischen Psychologen und Psychologinnen. Und da sind auch mehr darunter. Gerade auch angeschrieben zur Therapeutensuche. Genauso da, über das finden wir uns ebenfalls. Und bei Arzt und Therapeut für Komplementärtherapie in Melifolia sind wir hier ebenfalls noch verlinkt. Auch wieder einfach natürlich mit der Suche nach anerkannten Therapeuten. Ja. So. Genau. Dann.
würde ich jetzt mit Ihnen noch ganz kurz die Anleitungen anschauen. Und zwar die von Google My Business, das ist sicher noch eine interessante, einfach damit Sie das schon mal gesehen haben, jetzt, wie man das macht. Das können Sie, wie gesagt, dann auch eigentlich gerade für das EMR mehr oder weniger so anwenden. Und zwar, wenn man bei Ihnen ins Profil hineingeht, dann haben Sie hier auf der linken Seite immer den Reiterprofilverlinkung. Und unter dem finden Sie drei verschiedene Codes. Die zeige ich Ihnen gerade noch schnell. Einen Moment. Wenn du ebenfalls einen Testaccount, da kann man so Sachen immer, immer gut zeigen. Das mit Swika zeige ich Ihnen ebenfalls gerade noch schnell dann. Genau, also wenn man hier reinkommt, unter Profilverlinkung, hat man eben die Möglichkeit, auf der Webseite auch noch andere Sachen zu verlinken, als nur das Buchungssystem. Da kann man auch einfach einen kleineren Button drauf tun, der ist einfach ein bisschen unscheinbarer und dann würden Sie einfach ebenfalls weitergeleitet werden, einfach gerade eine Art auf die Seite von SanaSearch und dann können Sie hier auch einen Termin buchen. Und zu unterst unten, der zeigt es jetzt gerade nicht an. Da wäre eben einfach der Buchungskalender, so wie Sie ihn kennen und auch, wenn ich Ihnen gerade auch am Anfang gezeigt habe. Der zeigt es jetzt so nicht an, weil ich gerade kein Angebot habe, wonach sichtbar sind. Genau, aber das ist eben auch die letzte Möglichkeit. Und unten drunter finden Sie immer den zugehörigen Code. Den können Sie hier ganz einfach kopieren, mit draufklicken. Dann ist das schon in der Zwischenablage und dann kann man den weiterschicken oder einfach gerade benutzen. Genau, für das Google My Business oder das EMR, wenn man jetzt eine Art der Buchungskalender als neue, alleinstehende Seite haben möchte, dann muss man nicht das Ganze kopieren, weil selbst ist der Code für auf der Webseite, so wie es hier angezeigt wird, also dass es so einen Button gibt, sondern man kann ganz einfach eine Art den Link, der hier dazwischen ist, also zwischen den Gänsefüßchen. Vielleicht sehen Sie es jetzt nicht so gut, aber in der Anleitung ist das, sehen Sie es sicher, ist auch gelb markiert. Können Sie einfach den auskopieren und dann öffnet sich die neue Seite. Genau, beim Google My Business Account zeige ich Ihnen jetzt einfach noch ganz schnell. Die schon einen haben, wissen, auf der linken Seite gibt es genau gleich wie hier auf dem Profil, so Reiter. Dann kann man einfach auf die Reiter-Info gehen und dann sollte einer einen Posten links für Termine. Der wird einfach einfügen, speichern und dann hat sie es schon geschafft. Also es ist wirklich sehr einfach. Und beim EMR ist es wirklich mehr oder weniger genau das Gleiche. Also Sie müssen auch dort den Teil vom Code rauskopieren und können den einfach im My EMR gerade einfügen. Das Ganze würde dann so aussehen. Also Sie müssen eben unter der Reiter Praxis. Und dann sehen Sie hier einen Link zu Ihrer Online-Terminbuchung setzen, kann man den hier einfügen. Wie gesagt, also Sie können jetzt nach dem Teil vom Code einfügen, dann öffnet es einfach eine neue Seite, wo nur das Buchungssystem drauf ist. Sie können hier den Link direkt zu Ihrem SanaSearch-Profil einsetzen, dann kommt man einfach gerade aufs Profil selber. Oder Sie können da auch Ihre Webseite einfügen, zum Beispiel gerade unter dem Reiter Kontakt oder Terminbuchung, wo Sie vielleicht auch schon den Buchungskalender hinterlegt haben, dann kann man dort gerade auch automatisch buchen. Und natürlich ist das eben gut, wenn man auf die Webseite verlinkt, finde ich immer gut, können sich die Leute gerade auch noch ein Bild über Sie machen und haben auch noch weitere Informationen. Ja, das ist in meinen Augen eigentlich am empfehlenswertesten. Genau. Dann haben wir noch das mit der Swika. Das zeige ich Ihnen jetzt gerade im Profil selber. Das ist wirklich sehr einfach. Und zwar, wenn Sie hier jetzt unter Buchungsoptionen gehen, sehen Sie, ist hier das Swika-Portal, das man verbinden kann. Hier bei unserem Testaccount sind jetzt die ersten zwei Schritte schon gemacht worden. Das macht aber nichts. Die kann ich Ihnen genau gleich schnell zeigen. Und zwar haben Sie ja bei Ihnen im Buchungssystem die Möglichkeit, unter Stammdaten und Einstellungen unter dem Reiter Abrechnung ZSR-Nummer zu hinterlegen. Und sobald Sie die hinterlegt haben, können Sie wieder unter Stammdaten und Angebote, da ist jetzt halt leider keine, aber kann man die,
Also dann erscheint hier ein neues Feldchen, Tarif 590. Dann können Sie dort einfach draufklicken, den Tarif auswählen, also können Sie suchen, klassische Massage, dann zeigt sie Ihnen da an, können Sie den anwählen, hinterlegen und dann haben Sie für das Angebot eigentlich Ihren Tarif 590 hinterlegt, der, der auch von der SWIC anerkannt ist. Dann würden wir hier wieder zurückgehen unter mein Profil. Dann kann man hier auf Anerkennung prüfen. Dann würde sie Ihnen die zwei anzeigen, dass die hier gut sind und anschließend nur noch auf Verbinden. Genau, dann ist das auch schon gemacht. Dazu haben wir aber natürlich ebenfalls eine Anleitung, also Sie müssen sich das jetzt nicht alles merken. Wir haben das hier auch unter Profilverlinkung unter SWIC-Portal. Auch zum Kalender auf der eigenen Webseite haben wir hier ebenfalls eine Anleitung. Also ich empfehle es Ihnen wirklich nur, um die mal schnell anzuschauen, wenn Sie hier Interesse haben. Das ist super einfach. Wie gesagt, wir können Ihnen hier dafür auch wirklich überall helfen, vor allem bei der Webseite. Also wenn da Interesse besteht, dürfen Sie sich nachher auch sehr gerne melden. Dann können wir das nachher auch schon aufnehmen und dann würde ich mich mit Ihnen in Kontakt setzen. Genau. Sehr gerne würde ich Ihnen jetzt eigentlich noch die Anleitung zeigen von den E-Mails. Jetzt muss ich ganz schnell studieren, wo die dran ist. Müsste eigentlich auch unter Profilverlinkung sein, aber ich ist gar nicht drauf. Okay, also das tut mir jetzt wirklich sehr leid. Die Anleitungen sind noch gar nicht drauf. Aber natürlich, also ich kann es Ihnen schnell erklären, die würden in dem Fall gerade noch aufgeladen. Sie können bei Ihnen, wenn Sie eine E-Mail haben, können Sie natürlich dort einfach eine automatische Mail aufsetzen. Und in dieser E-Mail kann man dann sagen, wie gesagt, dass Sie momentan zum Beispiel abwesend sind und innerhalb von den nächsten 24 Stunden sich melden würden, da kann man dann unten in der Signatur zum Beispiel gerade das von der Erfahrungsbericht reinnehmen und auch das für Online-Termine buchen. Da kann man dort einfach draufklicken und man wird automatisch auf die Webseite weitergeleitet. Sie können ebenfalls, was ich noch sehr empfehlen, ist, dass man zum Beispiel bei der Signatur in den E-Mails unten einfach das von der Erfahrungsbericht sowieso rein tut. Wenn Sie einen Google My Business Account haben, dann von dort ebenfalls also Rezensionen schreiben. Weil dann ist in jeder Mail, die Sie schreiben, wird unten immer noch auf das hingewiesen. Und so können Sie möglichst viel Erfahrungsberichte und Rezensionen sammeln, was Ihnen wirklich weiterhilft. Genau. Ja, das wäre es jetzt eigentlich. Jetzt muss ich schon schauen, aber ich glaube, wir sind da sogar schon durch. Zu den Verlinkungen wäre das jetzt vorerst mal alles gewesen. Ich zeige Ihnen noch ganz kurz unsere Event-Webseite mit den anderen Webinaren, wo ich Sie ebenfalls recht herzlich dazu einlade. Wir haben noch verschiedene andere Webinare, einmal über Zahnersearch-Software im Allgemeinen, um die wirklich richtig verstehen und anwenden können, mit allen Tipps und Tricks, was es noch so dazu gibt. Dann optimierter Online-Auftritt. Da würde man wirklich einfach Ihr Profil einmal schnell, also das Profil von A bis Z einmal anschauen. Man hat alles, was die Kunden sehen. Also, dass man wirklich gute Fotos hat, den richtigen Text, das mit den Methoden und Symptomen alles komplett aufgeführt und so weiter und so fort. Ebenfalls haben wir noch eins zum digitalen Marketing. Also, wie dass man der Online-Auftritt eine Art so aufbaut, dass man auch gefunden wird im Internet, also mit so Stichwörtern und Metadaten unter den Bildern und so weiter. Also da gibt es wirklich auch sehr, sehr viel, wo man lernen kann. Viel davon ist auch sehr einfach, aber es bringt Ihnen wirklich etwas. Vor allem in den Google Rankings, also von den Suchresultaten, sind Sie da sicher schnell mal ein paar Ränge weiter oben. Das ist natürlich ebenfalls sehr gut.
Jawohl, dann das Sana Search Profil und Online-Buchung richtig verlinkt. Da sind wir gerade. Und dann haben wir auch noch eins zu der Abrechnungssoftware, also vom Tarif 590. Die ist ja auch bei uns enthalten im Buchungssystem. Da würde ich Ihnen ebenfalls mal noch von A bis Z zeigen, wie man das richtig macht und Rechnungen schreibt. Genau, und dann haben wir noch verschiedene Fachreferate, die wir unten immer ebenfalls noch aufschreiben. Da haben wir eins einfach zum allgemeinen Online-Marketing, wie die Klienten einen finden. Das ist von der Silvana Raviane. Und wir haben momentan auch so eine Reihe gehabt von Fachpersonen, die Webinar gemacht haben. Das würden wir sehr wahrscheinlich auch wiederholen und es würde uns auch dort freuen, wenn Sie wieder mal mit dabei sind. Das hat weniger mit dem Profil und so zu tun, als vielmehr mit dem Thema der Fachpersonen, also auch mit Psychotherapie oder Ernährung, vor allem jetzt gerade in Corona-Zeiten.